Tagchen, ihr zwiegespaltenen Dorfbewohner und willkommen zurück in der wunderbar wahnsinnigen Welt von Lost in Random. Wir haben letzte Folge einen Schlüssel gefunden, den brauchen wir, um weiter den Geist zu verfolgen, der uns ja mutmaßlich zu unserer Schwester bringt. Obwohl noch nicht ganz geklärt ist, ob das nicht eventuell doch alles Teil des diabolischen Plans der Königin ist. Ich meine, es ist schon ziemlich seltsam, so ein Geist, der uns hier leitet. Wir wissen noch nicht, woher der kommt, aber wir werden es rausfinden. Wir sind in Zweistadt, letzte Folge, angekommen. Eine Stadt, in der die Bewohner einfach mal so ihre Laune ändern, je nachdem, was der Würfel der Königin sagt. Tina Trauerspiel ist ja auch ein geiler Name. Wer bist du? Question's not who I am, love. It's who you're with. That six-sided fellow by your side. Tell me about him. Tja, er ist ein Hund in einem Kostüm. Er ist ein Roboter, ein ganz toller mechanischer Mann. Es ist ein Roboter. Nee, Roboter ist doof. Roboter heißt Sklave übersetzt. Er ist ein Hund in einem Kostüm. That ain't no dog. I think you got one of them dice by your side. See, most people wouldn't recognize them no more. They've been extinct for so long. Banned by the Queen, and she's got a terrifying black one. The only one left in all the land. Or so she thinks. Ach, lass mich bitte in Ruhe. If I wanted to cause you trouble, you'd already be in it. Having a dice is treason, after all. Be careful out there, love. There might not be many of us left who know what you're up to, but you can't fool everyone all of the time. See you around, kid. So, it does speak, and with the ancient dice tongue. How intriguing. Komm schon, Dicey, wir gehen. Ja, komm, wir gehen. Pass auf dich auf, Lady. So polite, so stoic. The Queen will like that. Oh, ich frage mich, ob das eventuell einen Unterschied macht, wie wir uns hier benehmen. But I didn't like her one bit. Naja, die sind halt ja alle ein bisschen seltsam. Aber ich frage mich, sie schien jetzt gar nicht so wirklich betroffen zu sein, oder? Sie hatte jetzt nicht wirklich schlechte Laune. So, ich will ganz kurz nur schauen. Wir könnten uns mal die Zeitfalle holen. Nur mal so, damit wir die auch dabei haben. Gib mir Münzen auf. Zwei von zwölf. Achso, zwölf gibt's insgesamt. Gut. Aber hier steht nicht. Naja, was soll's. Hier steht nicht, wie viele ich insgesamt ausgegeben habe oder wie viele ich schon. Hallo? Mal zurück. Eine Labertasche. Okay. Achso, eine Sache noch, eine kleine Anmerkung. Ich hatte ja letzte Folge mal ganz kurz Tonprobleme. Ich bin mir zwar noch nicht sicher, weil ich die Aufnahme noch nicht angehört habe, ob man das mitbekommen hat. Dass mal kurz zwischenzeitlich der Kopfhörer hier gedudelt hat. Oh. Eine Märchenseite. Wie ging das nochmal? Achso, da mit R. Und jetzt muss man ihn wahrscheinlich. Hallo. Achso, ich muss natürlich auch noch zielen. So, nice. Errungenschaft freigeschaltet, Brücken bauen. Ich habe jedenfalls rausgefunden, woran das lag mit den Tonproblemen. Und das ist mal wieder einer der Gründe, warum ich echt versuche, so wenig mit Technik zu tun zu haben, wie es geht. Abgesehen davon, dass ich sie benutze. Es scheint wohl so, dass der Kopfhörer dann solche Tonprobleme bekommt, wenn du dieses Modul, also diesen Empfänger,
Ist ja ein kabelloser Kopfhörer. Wenn du das in einen USB 3.0 Port reinbaust, also reinsteckst, wenn du es in einen 2.0 reinbastelst, dann geht's ganz normal. Weiß der Geier warum? Also wirklich, so technische Entwickler und so, die würde ich am liebsten alle gegen die Wand slappen manchmal. Weil ich mich echt frage, ey, wer soll denn das wissen, der sich nicht damit auskennt? So, eine zweite Märchenseite, zurück zu was Positivem. Okay. Alle wollen diesen Würfel scheinbar. When they were ready, or when they were brave enough, the most courageous and random would embark on a great adventure, making their way to the Valley of the Dice. There, in that sacred place, they would choose the dice that they would carry with them for the rest of their lives. Although, some would whisper that the choice wasn't fully theirs to make. Das haben wir auch schon rausgefunden. Dass man sich eben nicht einfach so einen Würfel aussuchen kann, sondern es gibt halt immer so einen Würfel, der nur dir gehört. Und früher war das also mal so, allerdings nicht alle. Also es war wohl gefährlich und die Mutigeren haben sich früher so einen Würfel geholt und hatten dann quasi ein bisschen Macht. Jetzt hat die Königin den einzigen. Zumindest bis jetzt. Also die Königin, ich bin immer noch überzeugt, die Königin ist die Tante vom Anfang, die wir ganz am Anfang im Tutorial gespielt haben. Irgendwer ist da gestorben, wahrscheinlich ihr Mann oder ihr Geliebter. Und irgendwie, ich glaube, hier geht's irgendwie darum, dass sie den wieder haben will. Die Zweibahnstraße, die mit einem sechsäugigen Totenkopf mit Punkfrisur markiert ist. Händlerstraße, zwei Stadtplatz. Ich dachte, Händlerstraße ist das da unten, wo der Dude steht. Na egal. Oh, Kid! You want crispy twigs? Kids love crispy twigs! Bitte was? Was für crispy? Yes, business is slow. Okay. Händlerstraße, zwei Stadtplatz, zwei Bahnstraße, da links. I'm selling crispy twigs here. Crispy Twigs to trade. Ach, knusprige Zweige. Jetzt habe ich das gelesen. Knusprige Zweige. Ja, Mr. Bean, da hat er auch mal versucht, seinen Partygästen Zweige anzudrehen. Falls einer die alten Sketche kennt. Wenn nicht, unbedingt mal angucken. Die sind zwar schon sehr alt, aber auch sehr sehenswert. Irgendwas hier hinter versteckt? Nein. One for each of you. It's the perfect pair for the perfect pair. Okay, also sie kriegt aber jeder nur einen. Wer bist du denn? Dich habe ich noch nicht gesehen. Das sieht ja cool aus. Ein kleiner Oktopus. Also zumindest der Kopf. Also es erinnert mich jetzt an Pokémon Octillery, sieht so aus. Ja, okay. Socken kann ich aber alles nicht kaufen. Hier ist eine Potion. Super Saft. Okay, ich hätte es wahrscheinlich eh nicht getrunken, weil ich den Leuten hier nicht wirklich traue. Ich glaube, ein Reinheitsgebot und so sucht man hier vergebens. Was? Okay, ich glaube, aus der Geschäftsidee wird nichts. Kann ich nicht springen? Nee, kann ich nicht. Hier komme ich bestimmt später nochmal runter, oder? Also sehr komische Geschäftsideen haben die Leute hier. Achso, das ist der Platz. Das ist der Zwei-Stadt-Platz, wo wir jetzt sind. Der Typ sieht ja auch... Der Typ sieht halt aus wie der unten, der sich in so einen Schrank reingepflanzt hat. Timmy Uftenpunkt.
Warum so traurig? I need inspiration. I'd trade my Gobble Gregor for a flash of genius. I'm through Pipkin, by the way. I am an artist, but not with paints or music. My art is the art of trading, and I want to push the art forward. Trading Gobble Gregors is so routine. I want to trade something that hasn't been traded before. Say, you wouldn't be willing to trade for that costume your friend is wearing, are you? Nein, lass ihn in Ruhe. I figured. Probably wouldn't fit too many folks anyway. Plus, people have traded costumes before. If you ever have anything to trade, you'll come see me, right? Especially something unusual. Oh ja, vielleicht tue ich das. Natürlich, also mache ich. Excellent. Keep your eyes peeled. Ist das also eine Nebenaufgabe? Ja. Da oben sind Leute. Man kommt bestimmt irgendwie da hoch, glaube ich. Okay, wir müssen für ihn was Gutes finden zum Traden. Was? I'm being attacked by robots. Ja, okay. Wo lang? I got a 50% off sale. That's twice as cheap as normal. Gut, er hat nicht Unrecht. 50% Rabatt ist halb so billig. Nice. Okay, also so wie es jetzt aktuell aussieht, kriegt man relativ schnell neue Karten, aber es gibt wohl auch sehr viele. Um Gottes Willen, nein, ich will nichts essen, was so heißt. The heart of Dewtown was even greater and bigger and scarier than in the most outlandish stories she'd heard the Junkers tell in One Croft. Get your food here. I've only had dice described to me, kid, but that costume is dead on. Okay, kann das sein, dass das hier das Herz von Zweistadt ist, da oben? Es ist nur verdeckt irgendwie, weil wie gesagt, es sieht aus, als ob da einer haufenweise Zettel zusammengeklebt hätte. Da oben kann Dicey noch rein, oder kommen wir noch nicht hin? Ich glaube, die Gegend hier ist definitiv sehr viel offener. Ja, Harry, hast du was zu sagen? I love the upside downtown. Whole second to town. Tja, das tun viele. And I can't stand them. I hate that stupid thing. It's a huge mistake. Du hast deine Meinung aber schnell geändert. I have always been consistent in this. It sucks. By which I mean, it rules. Okay, ich finde das gerade ein bisschen inkonsequent. Also die anderen sind alle von diesem Würfel beeinflusst, aber er hat quasi permanent zwei Moods. Er ist immer deprimiert und mies gelaunt und glücklich. Bei dir wechseln die Persönlichkeiten viel schneller als bei anderen. Yeah, that's kind of my whole thing. But one thing will always remain consistent. My love for the upside downtown. It's beautiful and great and... I hate it. Worst idea we ever had. Brilliant in both conception and execution. A disaster in waiting that will make everyone happy. To die one day so that they can escape this horrible monster city. And then go to heaven, which will be exactly like the new upside downtown. Okay. Hey Leute, ich mache tolle Videos, oder? Am besten gleich mal einen Like da lassen. Aber eigentlich solltet ihr mich lieber deabonnieren, ne? Das hier ist echt scheiße. Und die Glocke drücken nicht vergessen. Ich verstehe es jetzt nicht so ganz bei ihm. Also durch ihn verstehe ich jetzt das nicht mehr so ganz mit der Zweistadt. Wenn die Königin den Würfel würfelt, dann sagt er ja durch, oh hey, die Königin hat eine 2. Und dann verändert sich die Stimmung der Leute. Aber ist das jetzt, passiert das auf magische Weise? Also hast du dann gar keine andere Wahl, als deprimiert zu sein, wenn dann nur eine 2 kommt? Oder ist das einfach eher so ein Gesetz und du musst dich halt dran halten, aber theoretisch könntest du auch trotzdem noch glücklich sein? Es wäre dann halt nur verboten.
Also so, es ist, ich gehe jetzt gerade mal eher vom Letzteren aus. Er sagt halt dann durch, dieser Bürgermeister, hey, hier, eine 2. Und dann müssen alle von Gesetz wegen jetzt deprimiert sein. Und er scheint aber nicht gerade gesetzestreu zu sein, weil er irgendwie ständig wechselt. Ich gehe dann mal lieber. Okay, have a nice and depressing day. Oh mein Gott. Wisst ihr, mir fällt gerade auf, da unten ist ja der Geist. Mir fällt gerade auf, dass ich diesen Geist sehr zu schätzen weiß, denn der Geist zeigt an, wo es weitergeht und das bedeutet, dass man auch weiß, wo man nicht lang gehen soll, wenn man erstmal noch Nebenaufgaben erledigen will. Das finde ich eine sehr schöne Idee. Ich weiß zwar nicht, ob das beabsichtigt ist, aber ich werde den Geist so benutzen. Einfach, ich weiß genau, okay, wenn ich noch Nebenaufgaben machen will, da nicht lang. Okay, schon klar, ihr seid Zwillinge. 2 von euch für 2 statt, nicht wahr? Indubitably, we're twins. We finish each other's sentences. We double each other's happiness. We share each other's husbands. We multiply each other's... Wait, what? What? You said we share each other's husbands. Yep, I don't. You've been kissing my husband? It's double the fun. Please excuse us. We need to talk about this. Sorry. Woher kenne ich die Stimme? Ich kenne den Synchronsprecher. Mir fällt es nur gerade nicht ein. Ich habe die Stimmen schon mal gehört. That's a spiffy nice costume, kid. My grandmother told me about him. Ja, sehr schön. Ne? Das ist ein ganz tolles Kostüm. Ist definitiv kein echter Würfel, für den ich wahrscheinlich hingerichtet werde. Ja, ich mach schon. Jetzt hetz hier mal ein kleines Kind nicht so. Yo, Freunde! Wie convenient, dass gleich das Tor hinter mir zugeht. Da wird's gleich spannender. Okay. Was hab ich denn so? Oh, 2! Na, da können wir... Oh, Sekunde. Ich kann mir hier natürlich praktischerweise einfach mal hier hinstellen. Sondern noch... Schwert. Ich mache die Hand und das Schwert. So. Und... Batz, batz. Sekunde. Würfel mal. Wir haben wieder 2, aber wir haben nur das 3. Okay, ich muss nochmal... Haja, stirb! Nein, oh, fuck, 4 Stück. So, was haben wir denn? Okay, erst nur das kann ich ja einfach mal so machen. Da hätte ich jetzt 3. Dann könnten wir mal die Zeitfalle ausprobieren. Machen wir auch. Und gleich heilen kann ich auch. Warum nicht? Oh, lol, die Zeitfalle ist gut. Die werden ja richtig langsam. Oh, und würfeln. Das kann man machen. Wir können schwächen. Wir können... Oh, ja. Wir können die Hand wieder machen. Ja, machen wir da lang. Ja, so. Da triffst du die meisten. So. Und Schwert. Bams. Nein, gib mir die Kristalle. So. Und nochmal würfeln. Das ist aber auch noch keinem aufgefallen ist, ne? Dass ich hier Magie benutze. Was haben wir hier wieder? Ach so, ja. Ah, sehr schön. Dann kann ich jetzt gleich ganz viele Sachen machen. So.
Dann noch die Zeitfalle, damit ihr alle schön stehen bleibt. Heiltrank von mir aus auch. Und das war's. Oh lol, die Hand ist dann auch langsamer. Und ja, sie trifft mich auch. Ich dachte es mir zwar schon, aber ich wollte es ausprobieren. Oh, keine Waffe mehr. Jetzt aber schon. Und ich glaube, das dürfte auch sein Tod sein. Oh ja! You saved my bacon there, kid. Ja, gern geschehen. Look, let me repay you with a deal. I'm looking to trade a weird-looking four-sided skull for a Gubblegrager. That'll be just the thing I need to Gubblegrag my way out of future robot trouble. What do you say, kid? Vielleicht irgendwann mal, was ist ein Gubblegrager? You don't know what a Gubblegrager is? Forget it then, kid. But, you know, do come back if by any chance you happen to find one. Okay, ich nehme mal an, den Schädel brauchen wir für den Händler unten und diesen Gubblegrager brauchen wir, um den Schädel zu kriegen. Ja, danke, ich weiß, was die Währung hier ist. So, wo kriegen wir denn jetzt einen Gubblegrager her? Wenn ihr mal wisst, was das ist, wäre es auch einfacher. Vielleicht ist da unten einer drin. Wahrscheinlich ist es aber nicht so einfach, oder? Natürlich nicht. Mein Zwillinge, habt ihr einen Gubblegrager? Decided, she'd already inserted herself into the lives of the twins quite enough. No way, Ronaldo, are you seeing this? Okay. What's a dice? So, da unten ist der Dings. Vielleicht hat der noch was zu sagen. Who wants to buy a word? Here's one for free. Syzygy. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das kein echtes Wort ist. Okay, haben wir hier vielleicht irgendwas gehört davon? Haben wir hier irgendwie... Hier kann ich noch hoch, ne? Oder war ich hier schon? Nee, ich war hier schon. Oder? Ich glaube, dass ich da schon war. Ach nee, ich bin da hoch, oder? Die Leiter habe ich noch nicht benutzt. Hallo? Jetzt. Wäre natürlich lustig, wenn das Ganze dann noch mehr Ebenen hätte. Und man diesen Gubble, also um diesen Gubblegrager zu kriegen, braucht man dann vielleicht Worte und muss dann eben bei der einen hier Worte kaufen. Oder so ein Schmarren. Ich traue mich irgendwie noch nicht so richtig da runter zu gehen, weil ich Angst habe, dass ich dann diesen Nebenquest hier verpasse. Sale of food. My grandparents told me about dice once in Whispers. Never thought I'd see such an accurate costume. Okay, Shralk braucht man nicht. Ich brauche Gubblegrager, Leute. Gubblegrager. Das ergibt Sinn. Okay, hey. Hi Timmy, irgendwelche spannenden Geschäfte, während ich weg war? Not the one. You wouldn't happen to have anything, would you? Nein. Ich glaube nicht, dass ich hier was finde, aber ich versuch's trotzdem nochmal ganz kurz. Nee, das hier waren bloß Socken. Da hinten geht's nicht mehr weiter. Okay, gut. Also ich muss wahrscheinlich da runter. Zumindest fiel mir jetzt kein anderer Weg auf. Da oben ist noch Geld. Gubblegrager. Was sagt denn die Karte eigentlich?
Hier in der Schurkengasse sind wir. Hier war das. Ah ja, hier sind wir durchgekommen. Okay, und wir sind jetzt gerade hier auf dem Weg. Ist nicht sehr aufschlussreich, muss ich sagen, die Karte. I got words for sale here. Choice words. Pluviophile. It means lover of rain. That's just a free sample. Cool. Pluviophil. Ich mag den Regen grundsätzlich auch, nur nicht, wenn ich draußen bin. Oh je. Okay, mehrere People of Interest, darunter ein Händler. Mich dünkt, hier sei ein größeres Rätsel. Hello. Can I interest you in a potion? Klar. Wait a minute. I don't know you. I only sell potions to my regular customers. I don't give out my art willy-nilly. Aber jeder Stammkunde fängt irgendwann mal als Neukunde an. Wenn du immer nur an Stammkunden verkaufst, bekommst du nie welche. You're not from around here, are you? You must feel lost. It would be logical to give her a summary of the town that she finds herself in. I was getting to that. Jeez. It would be logical of me to give you a summary of the town you find yourself in. As you may have noticed, we're big into duality here. Even though it has its not unsubstantial downsides. By the card makers, I'm speaking, Jorid. Das ist cool. ist das normal? Split personality. Though ours is more unfortunate than most. Jared and I don't agree on very much these days. Okay, hier gibt's also alle zweimal? Ah, a keen question suggesting a logical mind. Everyone in Two Town is split, but it's not always the same way. I am fated to always be battling my other half, but even on my worst days, I know that it's fair. We battle it out and it's a great system. As you can see, Jorid and I are in conflict a lot. We want different things in business, in life, in love. In that some of us don't want love because it's an illogical distraction. And some of us want to get mad kissy. Also, we are at loggerheads over the direction of our business. But not for long. I am working on a potion to decide this once and for all. Okay, also der eine ist sehr logisch, der andere will Küsschen, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay, was ist das für ein Trank? Yes, a potion is in charge. Whoever drinks it will be the leader once and for all, regardless of what the dice say. Which will be me. You misspoke. As anyone could clearly see that I am intended to be the one in charge. If you simply reason it out, you'll see that... You know what? I have had it with your condescending and your precious logic. An emotional and frankly embarrassing response, dare I say, cringe-worthy? you two enjoy talking. I'm out of here. La 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 la, can't hear you. La 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 la, can't hear you. Ah, we have a few moments of privacy. Entschuldigung, braucht ihr mich noch? That potion I mentioned. I need ingredients to finish it. And I'm afraid time is of some matter because my partner is working on a similar potion. One that will lock me out for good. It's logical, therefore, that I finish my potion first. So, if you'd be so kind as to find what I need before that happens, I would appreciate it. Okay, mach ich. I can barely hear you with these fingers in my ears, but that sounded like a... yes? Excellent. I require three bloobs. Unremarkable organisms distinguished by their loud screams. Listen for their sounds, and you'll find them. And don't worry about harvesting them for my experiments. My research indicates that it is actually quite ethical and logical for me to do this. Achso, ja, na gut, wenn du das sagst. aber was, wenn die Bloops nicht zur Suppe verarbeitet werden wollen?
Ich möchte nicht, dass irgendwelche Bloops zu Schaden kommen. And don't worry about harvesting them for me. Think of them like little vegetables, which due to their particular evolution know how to scream. It's all very logical. Oh, and there's a mighty reward in it for you. In conclusion, what I've said is highly intriguing, and if I were you, I'd go find those bloobs. Promptly. Farewell, kind stranger. He's gone, yeah? Ich glaube, er ist immer noch da. No, no, he's gone. We can talk in private. Listen, before you go, that potion that we're working on, I need ingredients first to finish it. Because as soon as he gets control again, my partner is going to invent a potion to lock me out for good. There's no stopping him. It's logical. So, you know, if you'd be so kind as to find what I need before that happens, I'd be much obliged. Aber ich bin keine Mörderin. Oh, pff, nobody's going to die. It'll be fine. But I trust you, and you don't need to decide now. Get the bloobs, only give them to me instead of him. Got it? Oh, and there's a reward in it for you. I know, it's so intriguing. If I were you, I'd go find those ingredients to discover what it is. Okay, ich hoffe mal, die Belohnung ist so ein Gobbel, was auch immer ich brauche. Ich habe schon wieder vergessen. Oh Gott, ich finde das aber mega lustig. Also wirklich richtig gut gemacht. Ich frage mich nur, wie kann ich denn das überhaupt entscheiden? Ich meine, die sind ja beide immer beieinander. Ich kann es ja also theoretisch immer nur beiden gleichzeitig geben. Okay, wie bist du hierher gekommen? Ich habe einen Schlüssel gebraucht, um hierher zu kommen und danach ist keiner an mir vorbeigezogen. Naja, was auch immer. 385. Ich würde sagen 385. Wenn ich da zwei hole, bin ich bei 350 und hätte drei Bomben. Bomben? Klingt gut, oder? Oder dieser Würfel? Ich will alles irgendwann mal ausprobieren, von daher. Der Schild kostet nix. Kaufe erstmal den Schild. Und dann kaufe ich mir mal... Ach, ich fange mal an mit dem hier, mit diesem Würfel. Oh, und jetzt kann ich Schadenskarten hinzufügen. Wir hätten Kristallfluch. Wenn du Kristalle zerstörst, die an einen Gegner sind, erleidet dieser ebenfalls Schaden. Der Kristallfluch hängt 30 Sekunden lang an. Gilt das auch, wenn ich die zerstöre, indem ich ausweiche? Vermutlich schon, oder? Explosiver Würfel. Also ganz schön viele Explosionen hier. Dicey verwandelt sich in eine tickende Bombe. Er explodiert nach 9 Sekunden. Keine Sorge, im Gegensatz zu Even überlebt Dicey die Explosion. Na toll. Blinzelangriff. Weicht Even mit ihrem Blinzelangriff durch Gegner aus, erleiden diese Schaden. Dieser Effekt hält 30 Sekunden lang an. Sehr gut, ich kann mir aber nichts kaufen aktuell, deswegen verlassen wir den Shop. Stapelanpassung freigeschaltet. Ab sofort hast du immer 15 Karten in deinem Stapel im Kartenordner. Okay, ich habe jetzt also mehr als 15 Karten. Okay, halt mal kurz die Klappe, Manny. Ich will mal gucken. Das fand ich ganz nützlich. Den Einerbogen. Wir machen den Einerbogen raus. Und stattdessen die kritische 20. Critical 20. Finde ich gut. Ja, okay. Belassen wir es erstmal dabei. Oder vielleicht machen wir auch den Zweihandhammer raus und machen stattdessen einfach noch ein. Nee, da habe ich keine mehr. Ja, okay. Belassen wir es mal dabei. Gut. Ich hoffe mal, ja, ich möchte die behalten, bitte. Everywhere. Let's trade. Okay, ich hoffe mal, wir kommen nicht in die Verlegenheit, irgendwann mal Gegner zu treffen, die
ganz bestimmte Karten brauchen. Also meinetwegen einer, der nur mit einem Bogen verletzt werden kann oder so. Naja, aber ich denke nicht, dass das Spiel das machen würde. Das wäre ja fies. Behold, the door to Three Town. Ah. Alas, the door was sealed shut and only a roll of a three would open it. But Even's friend was one dot short. He could only roll a one and a two. And Even would have to find a way to upgrade him. Strange. What's up with these little guys? Ja genau, die Punkte hatte ich gemeint, letzte Folge mal. I wonder if they can fix you. Können sie, mit Sicherheit. Uh-oh. Okay. Du steckst in einem riesigen Brettspiel fest. Dies ist eine besondere Form von Begegnung, bei der du eine Aufgabe abschließen musst, um zu gewinnen. Das Ziel dieses Brettspiels ist simpel. Rücke mit der Spielfigur bis auf das letzte Feld vor. Die Spielfigur rückt die Augenzahl vor, die du mit Dicey gewürfelt hast, sobald du die Zeit wieder freigibst. Landet die Spielfigur auf diesem Feld, erscheint eine Verlangsamungsblase. Landet die Spielfigur hier, fliegt ein Schatzvogel über die Arena, schieß auf ihn, damit er seinen Schatz abwirft. Tipp: Ist ein Kampf dir zu anspruchsvoll, ändere die Kampfschwierigkeit im Menü. Okay. Hey. Okay, so, ich würfele. Eine 2 hat er gewürfelt. Okay, ich stelle den mal hier hin, damit die, wenn die hier durchlaufen, geschwächt werden. Seemed as though Dicey was affecting that giant board game. A slow time bubble has appeared. Nice. Achso, meine werden da auch langsamer. Ciao, Leute. Und wir haben eine 1 gewürfelt. Okay, ich bräuchte natürlich am besten... Au. Ich bräuchte natürlich am besten mal für den Schatz, oder? Kann ich da eigentlich nochmal würfeln, wenn der jetzt... Ihr habt eine 1, okay. So. Achso, ich kann momentan nur eine 1 und eine 2 würfeln. Nice, gib her. So, und wieder würfeln, komm schon. Und wir haben wieder eine 1. Wie weit ist es denn eigentlich noch? Wir können das aktivieren. Und, oh, wir können das Schwert aktivieren. Nice. 1 hat er jetzt. Dann noch 1, 2, 3, 4. Hey, Freunde. Und Angriff. Die haben eine 3 auf dem Rücken, ne? Habt ihr das gesehen? Dicey würfeln.
Wir haben eine 2. Und erhöht seine Stärke. Oh nein, warte. Nein, zurück. Ich will mal den hier. Genau. Hiya! Bams. Ciao, du Trottel. Und würfeln. Wir haben wieder eine 1. Ich kann aber nichts machen. Fast da. Und jetzt kommt die ganze Zeit eine 2. Ja, war eine 2. Achso, rückt trotzdem dahin vor. Okay. Gut, dann die Hand. Komm schon. Und Schachmatt. Oh, da ist der Bürgermeister. Und das ist die Upside-Down-Stadt. Cool. Okay, Belohnung. Spielleiter. Wenn eine Spielfigur vorhanden ist, bewege sie um ein weiteres Spielfeld. Ziehe dann eine neue Karte. Kann ich die auch mitten im Kampf ändern dann eigentlich? Oder beziehungsweise man sieht die Figur natürlich auch weit im Voraus. Da kann man das dann, schätze ich, auch vorplanen. Mir fällt das jetzt erst auf, das sind Steinbäume. Lol. Na gut, aber die Zeit ist jetzt wirklich sehr weit vorangeschritten. Ich habe halt nicht damit gerechnet, dass ich jetzt nochmal so einen Kampf machen muss. Aber was soll's, ist halt so bei mir manchmal auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß mit mir. Falls ja, ich würde mich immer über eine nette Bewertung und einen Kommentar freuen. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder, hoffe ich. Bis dahin, haut rein.